hier heute in Schonewitz. Heute ist der 28. August. Und hier stehen bzw. standen 8 Dewind D6 62er mit, glaube, 1000 kW. Und jetzt habe ich vor kurzem gesehen, eine haben sie zurückgebaut. Beziehungsweise ich war jetzt mit der Drohne oben und die haben die schon komplett die Türme auseinandergeschweißt oder gebrannt, geschnitten mit so einem Brenner halt. Ne? Die sind auch heute aktiv, heute ist Sonntag. Und ja, die ist jetzt weg. Jetzt sind nur noch 7 hier auf, in Schonewitz auf dem Berg. 8 waren es, 7 sind es nur noch. So, hier ist ja die gute. Gute alte, hier war ich damals, gibt es auch Videos, 99, Ende 99 hatten sie die errichtet hier. Ja, und jetzt haben sie die erste zurückgebaut. Deutsche Windtechnik. Ich glaube 91 Meter Turm war das. Mal ein bisschen Schatten hier. Die Sonne ballert halt schon wieder. Tür ist zu, muss man kontrollieren. Läuft noch sehr ruhig. Ich zeige euch dann mit der Drohne die Bilder dann von dieser abgebauten Anlage. Guck mal, hinten ist der nächste Windpark. Nun weiß ich jetzt ja nicht, welcher das ist da hinten. Wenn die Bäume hier nicht wären, jetzt in der Megasicht. 99 war das alles noch frei. Ja, das ist jetzt auch schon 22 Jahre her. Ich kann es jetzt nicht sehen, es blendet so doll. Muss ich zu Hause mal gucken. Ja, und jedenfalls. Ja, 22 Jahre stehen die Guten jetzt schon hier und es ist auch ein Repowering eigentlich geplant, aber irgendwie weiß auch keiner wirklich Bescheid, was hier passiert, wann die wegkommen, alle wegkommen. Wie gesagt, eine ist jetzt weg, wir haben nur noch 7 Dewind hier. Ja, da waren es noch 7. Hier habe ich noch einen Bericht von 2016, Energiewirtschaft, Windräder sollen 80 Meter höher werden. Also es war schon lang, ist schon lange in Planung. Auf der Schonewitzer hier Hochkippe ist das also. Hochkippe, ja. Könnten neue Anlagen bis 200 Meter hoch werden. Ja, ja, die werden wahrscheinlich noch höher. Ja, das war halt so mal geplant, aber irgendwie hat sich alles verworfen durch Windradgegner und was nicht alles wieder eine Rolle spielt. Ja, ist halt so. Das ewige Leid, immer dasselbe. Ah, schon krass, jetzt ist die erste weg hier, ey. Und ich war damals dabei, wo sie die aufgebaut haben. Jetzt wollte ich noch einen Bericht. Muldestausee lehnt größere Windräder in Schonewitz ab. Burg Chemnitz, bla bla bla. Nix Werbung hier. Die Rede ist bei, ja, jetzt sind wir bei der Samthöhe von bis zu 250 Metern. Ja, ihr könntet das ja in Ruhe durchlesen oder selber mal recherchieren, wenn euch das interessiert hier im Windpark Schonewitz. Steht hier noch drin. Eigentlich war mal die Rede, glaube ich, Siemens-Anlagen. Irgendwelche fetten Siemens. Ja, und ich glaube, hier hinter stand die. Die gute. Ja, ist jetzt leider, du siehst nur noch die Flügel, die Rotorblätter liegen und die Löchchen sind noch da, die arbeiten da jetzt auch noch. Die brennen halt alles auseinander, das Maschinenhaus sieht man auch nicht mehr, das ist auch schon Schrott. Entweder haben sie es wegtransportiert, aber ich denke mal, das haben sie auch auseinandergenommen, weil die Wege hier sind auch nicht irgendwie ausgelegt für einen großen Transporter. Ja, aber der Kran war ja da, irgendwo, ich glaube, hier sind sie nicht lang gekommen, weiß ich nicht. Kann sein, aber meistens müssen sie ja wirklich sehr befestigte Wege sein, damit der Kran hier dann kommt. Vielleicht sieht es auf der anderen Seite auch anders aus da. Aber ich glaube, das war eine Sackgasse, was ich da aus der Luft gefilmt habe. Muss man nochmal gucken. Ja, mein Video 99 Windpark Schonewitz, mein 8D Wind D6 62er. Am 20.04. habe ich das hochgeladen. Und das war irgendwas mit 12.1999. Also im Dezember hatte ich das gefilmt. Falls euch das interessiert, ja. So, ich habe was gefunden noch, aber da steht auch nur von 21, dass die Bürger das halt auch beklagen, die wollen keine neuen Windräder oder sind außen vor gelassen, haben kein Mitspracherecht und kriegen wahrscheinlich auch keinen Ausgleich dafür. Naja, man kann auch verstehen, ne? Wenn sie genau hier um die Ecke wohnen, ist halt, man muss auch mal zwei Seiten sehen dann, ne? Ich als Windradbefürworter kann es zwar jetzt nicht verstehen, aber gut, es gibt sie noch, die was dagegen haben und man muss sich beide Seiten anhören und naja, ewige Thema. Die einen hassen die Dinger und die anderen lieben sie. Und die anderen ist egal. Jo. Naja. Wenn nicht, sollen sie die halt weiter betreiben, bis es nicht mehr geht.
sagen sie, die Standfestigkeit bekommen und die Genehmigung halt dafür, dass sie noch so und so viele Jahre stehen dürfen. Ja. Sollen sie bleiben. Dann war es das hier wieder von Schornewitz. Kurzes, knappes Video vom Update hier. Wie gesagt, eine ist weg und die anderen weiß ich nicht. Die drehen sich ja noch fleißig alle. Alle sieben. Ja, Drohnenvideo. Da seht ihr dann, wie das aussieht mit der abgebauten Drohne. D-Wind. Gut, dann bis denn dann. Rini hauen.